sind wir? Was macht uns aus? Wir taten, als würden sie nicht fühlen. Was ließ uns so blind sein? Unser Mitgefühl begraben unter Selbstsucht. Mit welchem Recht? In meinen Ohren das Hallen ihrer Schreie, in meiner Nase der Geruch ihrer Angst, in meinen Erinnerungen ihre flehenden Augen. Ihr Blut an unseren Händen, auf unseren Tellern. Kein Wasser wäscht es je ab. Keine Ewigkeit lässt es je vergessen. Und irgendwann der Moment, an dem wir aufwachten, als wir uns entschlossen, dass Lebewesen nicht länger Ware sein durften, als wir verstanden, dass jedes Herz fühlt. Ich bin die Schuld und das Gewissen. Und du bist die Hoffnung. Ja, hallo. Also ich bin von diesem Video so gerührt und ich möchte einfach nur noch mal sagen, die Zahl, die wir jetzt am Schluss gesehen haben, 800 Millionen Tiere im Jahr, die ist für mich so unfassbar, so ungreifbar. Und ich möchte einfach wissen, wem von euch geht es genauso. Danke. Millionen in einem Jahr. Wer von euch weiß, wie viele Einwohner Europa hat? 741 Millionen Einwohner hat Europa. Das würde heißen, wenn es genauso wäre im Vergleich, wäre Europa innerhalb eines Jahres entvölkert. Ein kleiner grüner Punkt, grün ist die Farbe der Hoffnung. Dieser Punkt steht für unseren Verein, für Lass die Tiere leben. Wir sind im Moment eine Vereinigung von 3 Lebenshöfen. Es gibt den Hof, die Muckeles Farm von Annette Riedel, die gleich zu euch sprechen wird, in der Nähe von Michendorf. Es gibt Animal Refuge in Buko, Märkisch-Oderland. Und es gibt den Elisenhof in Hammersdorf. Und Hammersdorf ist für mich einfach die Vision, das, was wir eben gesehen haben. Hammersdorf hat eine Geschichte von 45 Jahren intensiver Massentierhaltung. Das ist eine ehemalige LPG. Und dort waren zu Großzeiten 300 Beschäftigte, über 1000 Stück Milchvieh, eine Schweineproduktion mit Mutterschweinen in Ständerhaltung, eine intensive Schafproduktion und ganz am Schluss gab es dort eben eine Entenmast für Wiesenhof. Das wurde vor 4 Jahren aufgegeben, weil es nicht mehr rentabel war. Und ich bin auf Hammersdorf gestoßen, weil mir genau an diesem Ort Menschen geholfen haben, 9 Ziegen unterzubringen, die ich vor dem Schlachttod bewahrt hatte. In diesem Zusammenhang traf ich dann dort eben auch, es gibt keine Zufälle, in einem Maststall auf die Mastlämmer. Ich hatte so etwas vorher noch nie gesehen. Mir war nie bewusst, dass auch die Lämmer im Alter von wenigen Wochen von ihren Müttern getrennt werden, um dann eben auf ein Schlachtgewicht von 45 Kilo gemästet zu werden und dann eben auf den Schlachthof transportiert werden. Wie kam es nun dazu, dass wir heute hier stehen? Also letztes Jahr wusste ich nicht, dass sich so etwas ereignen würde. Ich sah diese Lämmer und war einfach kurz entschlossen, so viel es geht, davon zu retten.
Im ersten Zug letztes Jahr gelang es mir, 21 zu retten, dann ging die Geschichte weiter. Wir haben also von Januar bis jetzt fast alle der Schlachtlämmer retten können. Unser Herdenbestand hat jetzt eine Größe von 240 Tieren. Der Betrieb, der Schäfereibetrieb ist am 31. Juli eingestellt worden. Das heißt, das waren die letzten Lämmer, die dort produziert wurden. Und es gleicht schon einer ganz wahnsinnigen Tat, was wir da getan haben, weil uns weder die finanziellen Mittel zur Verfügung standen, noch irgendwie sonst etwas. Es war einfach nur der Schmerz und die Verzweiflung darüber, nicht ertragen zu können, dass diese Tiere zum Schlachthof abtransportiert werden. 80 davon konnten wir nicht mehr retten. Sie wurden in unserem Beisein abtransportiert, 2 Tage vor Ramadan. Und daraus eben ergab sich der noch stärkere Wille, den ganzen Rest der Tiere zu retten. Wir haben außer diesen 240 Schafen, circa 240, im März auch 14 Schweine aufgenommen, die aus einem Labortest kamen. Und das ist im Moment eben die Situation dort. Okay. Ja. So dass wir jetzt dabei sind, die Situation dort erstmal zu stabilisieren. Wir haben es jetzt soweit eben organisiert, dass die Schafe Landschaftspflege betreiben. Die Lämmer wurden jetzt gerade erst vor 4 Wochen aus der Mast entlassen, nachdem wir sie bezahlen konnten. Das heißt, sie mussten erst einmal wieder an ein normales Leben gewöhnt werden. Wenn Lämmer in die Mast gehen, heißt das, sie werden mit Mastpellets gefüttert und sind eigentlich danach nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen oder zurückgeführt zu werden. Man muss sie ganz langsam wieder Stunde für Stunde an normales Essen gewöhnen. Das ist jetzt erfolgt. Die Lämmer sind seit einigen Tagen draußen, 14 Stück haben wir noch drinnen und jetzt fangen wir langsam an zu wandern. Und wir werden euch nachher, ein kleines Video davon zeigen. Und das sind auch für mich die ergreifendsten Momente, die es überhaupt gibt, wenn ich sehe, wie diese Herde nach draußen geht, wie sie eben draußen läuft. Und das müsst ihr euch einfach anschauen. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, wie wird es weitergehen in Hammersdorf? Wir haben dort also jetzt ein Gelände gepachtet, die ehemalige Anlage, auf der Schweine gemästet wurden. Das heißt, wir haben 6 riesengroße Ställe, ein 2,6 Hektar großes eingezäuntes Gelände. Und sprich, wir haben dort wirklich unglaubliche Kapazitäten. Und unsere große Vision ist es, dass wir es wirklich schaffen, dort in Zukunft sehr viel mehr Tieren ein Zuhause zu geben, ein sorgenfreies Leben zu ermöglichen und das auch gemeinsam mit den Menschen zu machen. Denn es macht auch unglaublich viel Freude zu sehen, wie die Menschen es genießen. So geht es auch mir. Ich war vorher noch nie mit einem Schwein in Kontakt. Ich bin unglaublich gerührt davon, wie es ist, einfach mit den Schweinen im Stroh zu liegen, wenn mal Zeit ist. Und es gibt jetzt auch schon Leute, die kommen einfach vorbei und sagen, wir möchten uns hier entspannen und legen sich mit den Tieren hin. Und ja, nochmal in Kürze, das ist unser großer Traum. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr uns dabei helft. Und ich möchte jetzt einfach sagen, es ist wirklich eine große Vision und zu dieser Vision gehören immer visionäre Menschen. Und davon ist einer Sophie, die mir sehr geholfen hat oder uns. Danke. Ich muss mir erstmal sammeln. Das Video war ganz schön ergreifend, auch für uns immer noch. Oder gerade, weil wir es halt auch erleben vor Ort. Also Elisabeth hat mich ja schon vorgestellt, ich bin Sophie, ich kenne Annette und Elisabeth jetzt seit März diesen Jahres, weil die beiden auf Facebook eben Leute gesucht haben, die ihnen helfen, die Schafe zu retten. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass wir da zusammen was Großes auf die Beine stellen können. Guck nicht so, ich fange gleich an zu heulen. Also, dass wir was Großes auf die Beine stellen können und dass wir die gleiche Vision haben und dass wir unbedingt in ein Team gehören. Ja, und seitdem bin ich da, hauptsächlich für Social Media zuständig. Das heißt, ich habe die bestehende Homepage nochmal etwas umgebaut, habe alle 3 Höfe dann nochmal etwas anders präsentiert.
Genau, also so sieht die Startseite aus, wenn ihr unsere Homepage besuchen wollt, wenn ihr mehr Informationen wollt. Dann geht bitte auf www.last-die-tiere-leben.org und dort findet ihr alle Informationen zu den drei Höfen. Ihr findet viele Fotos, ihr findet die Infos, wie ihr uns unterstützen könnt. Da gehen wir auch später nochmal detaillierter drauf ein. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt jederzeit eine E-Mail schreiben. Ich versuche immer so schnell wie es geht zu antworten. Wenn ihr helfen wollt, meldet euch per E-Mail. Wir haben immer Bedarf, Leute quasi mit ins Boot zu holen, in jeglicher Art und Weise. Dann findet ihr uns natürlich auch auf Facebook. Ja. Genau, bei Facebook einfach auch Lasst die Tiere leben e.V. suchen, dann findet ihr uns und auch dort wird es immer regelmäßige Updates geben und ihr findet dort auch unsere Arbeitseinsätze. Das heißt, in regelmäßigen Abständen werden wir Arbeitseinsätze oder haben wir auch schon gemacht, Arbeitseinsätze dort auch posten. Das heißt, wenn neue Zäune gebaut werden müssen, wenn der Sozialtrakt umgebaut werden muss und wir einfach tatkräftige Unterstützung brauchen, dann findet ihr die Info dort und dann könnt ihr kommen und dann könnt ihr einfach mithelfen, mit anpacken und natürlich gerne auch immer mal eine Pause einlegen und euch mit den Schafen beschäftigen, die Schweine knuddeln und einfach mit anderen netten Leuten ins Gespräch kommen. Und natürlich sind wir auch bei Instagram vertreten, dort einfach @lasstdietiereleben suchen, da findet ihr uns auch dort immer die aktuellsten Neuigkeiten. Ja, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Alle Infos gibt es auch auf unserem Flyer. Wer den noch nicht hat, im Anschluss an unseren Vortrag werden wir den natürlich auch verteilen. Und wir haben einen Stand in der Nähe der Weltzeituhr. Auch da könnt ihr gerne nachher kommen. Wenn ihr Fragen habt, kommt auf uns zu. Wir beantworten euch gerne alles, was ihr wissen wollt. Genau. Und ansonsten, es gibt auch ein Newsletter. Auch dafür könnt ihr euch bei uns am Stand eintragen oder einfach jederzeit eine E-Mail schreiben. Und dann kriegt ihr die Updates immer direkt zugeschickt. Gut, und jetzt wollte Jörg was berichten. Ich bin die Schuld, ich bin Verantwortung und du bist die Hoffnung. Oder meine Enkel, wenn ich die hier hinstellen würde. Dieses Video hat mich vor Monaten ins Mark getroffen. Ich habe gesucht und habe gefunden, bin Anfang Juli zu einem Arbeitseinsatz nach Hermersdorf gefahren und hatte ein Déjà-vu, weil ich fühle mich genau wie der Schauspieler Jochen Vogel, der diesen Menschen verkörpert, der Schuld auf sich geladen hat, weil er 40 Jahre oder länger ganz normal, wie viele glauben, gelebt hat und der dann endlich die Augen geöffnet hat. Das ist bei mir, denke ich, geschehen und ich habe jetzt Verantwortung übernommen. Und als ich nach Hermersdorf kam, stach es mich ein zweites Mal ins Herz, weil das sah da fast genauso aus wie auf diesem Video. Und ich komme da nicht mehr weg. Ich bin Lehrer für Sport und Geografie, war jetzt in den viel zu langen Ferien, die Lehrer haben, bestimmt 13, 14 Mal da draußen und habe was getan und möchte euch alle aufrufen, in dem Sinne, wie wir euch jetzt gleich zeigen werden und wie ihr schon teilweise gehört habt, was alles möglich ist, um uns zu unterstützen, das dann entsprechend zu tun. Elisabeth, und jetzt darfst du weitermachen. Nee? Da fehlt noch was ganz Wichtiges. Jetzt kommt der Weg ins Paradies. Leider nicht für alle. So schön ist es hier auf dem Land. Da kommen sie. Also bestimmt 2 Kilometer, wa? Großer Umtrieb.
Und die letzten, die Trödler. Und ausgebüxten Mais wieder rausscheuchen. So, jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt durch den Wald. Und jetzt kommt gleich der Ben und Banke. So, angekommen im Paradies. So, ich fahre mit Jörg, du lässt uns raus, dann fahren wir da. Man hört es richtig grasen. Dann kannst du hier zumachen, wo kommst du denn da hin? Hi Ben, schön, dass du jetzt hier bist auf dem Land. Ja. Jetzt fahren wir nochmal ins Paradies zurück, damit du das sehen kannst. Ohne Fahrrad, weil der Weg ist ein bisschen schlecht. Darauf ist der Hersteller nicht so richtig eingerichtet, zumindest nicht mit dem Modell. So, das wollten wir euch noch mal zeigen und es war auch ganz ergreifend, wie die Schafe wirklich da galoppiert sind und über 2 Kilometer durch den Wald und auf dieser Wiese dann ankamen. Und nun können sie nicht nur dort leben, sondern wir ziehen immer weiter mit ihnen. Und das ist das wirklich Ergreifende, was wir vorher auch nicht wussten, wie unglaublich schön das ist, mit diesen Schafen zu wandern. Wir sind keine Schäfer, aber wir haben sehr, sehr viel vom Schäfer, der jetzt berendet wurde, gelernt. Und ich kann nur sagen, auch davon bin ich bewegt. Er hat sein ganzes Leben damit verbracht, diese Schafe dazu zu verwenden, eben zur Fleischproduktion. Aber er steht uns jetzt mit Rat und Tat sehr zur Seite und hilft uns. Und da bin ich jetzt schon wieder beim Punkt angekommen, wie ich das eben sagte. Wir oder diese Tiere und auch alle anderen bei uns, wir brauchen ganz, ganz doll eure Hilfe. Und was wir brauchen, das ist jetzt... kommt Sophie und hilft mir schon mal dabei, euch zu zeigen, was wir brauchen. Wir brauchen, wenn wir es wundern, Geld. Dann brauchen wir noch etwas. Wir brauchen noch mal Geld. Und dann, genauso wichtig, wir brauchen euch. Wir brauchen eure Hilfe von jedem Einzelnen, sei es bei Helfereinsätzen, wie auch immer. Auf jeden Fall brauchen wir euch Menschen. Dann brauchen wir einen Schäfer, dem es Spaß macht, mit uns und unseren Schafen durch die Lande zu ziehen. Dann brauchen wir Menschen mit handwerklicher Begabung. Wir brauchen, was ist das? Ich brauche einen Assistenten. Also wer gerne mit mir zusammenarbeiten mag, weil ich schaffe es alleine nicht, es ist einfach so viel Social Media. Ja, bitte einfach eine E-Mail schreiben oder zum Stand kommen, ich freue mich. So, das verstehe ich jetzt so. Wir brauchen einen Regenschirm. Ja. Wir brauchen, unsere Tiere brauchen ganz dringend Patenschaften. Das heißt, die wenigsten unserer Tiere sind bis jetzt bepatet. Und wie ich euch eben gesagt habe, das Abenteuer, in das wir uns gestürzt haben, da würden sich alle darüber freuen, jedes Einzelne. Wenn wir da noch ein paar Paten finden würden oder die Tiere ein paar Paten finden würden, dann brauchen wir Mitglieder. Und wer sich bis jetzt noch nicht zu einem dieser Dinge durchringen konnte, der geht doch bitte ins Tattoo-Zelt und lässt sich ein Tattoo machen. Denn der Erlös kommt dem Verein Lass die Tiere leben zugute. Und an dieser Stelle sind wir jetzt mit unserer Präsentation des Projektes am Ende. Jetzt übernimmt Annette Riedel. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und übergebe an Annette, die euch jetzt die Muckelis Farm präsentiert. Danke. Ja. Ja. Ja, das ist ja der von hier. Thank you.
müssen aber nachher nochmal auf die PowerPoint zurück. Geht das? Nur klein? Nur klein, super. Okay. Präsenter? Ja? Ja, funktioniert. Der funktioniert, muss ein bisschen warten, hm? Er hat so ein bisschen Verzögerung. Ja, das ist richtig. Da oben. Oder woanders hinstellen, vielleicht da hinstellen. Ja, genau. Noch besser rüberhängen über die Magneten. Das geht leider nicht. Das hängt nicht, oder? Wir hatten das gedacht, dass es hängt, aber es tut es nicht. Ja, ich kann es schon. Dankeschön. Okay, und jetzt musst du es gehen, ja? Sollte theoretisch drin. Ja. Geht's weiter? Mit dem Klicken? Ja, es geht. Okay, danke schön. Ja, also der vorige Vortrag war sehr anrührend, vor allen Dingen, weil es möglich war, so viele Tiere zu retten und weil das einfach ein riesengroßes Wagnis gewesen ist, dass Elisabeth dort eingegangen ist. Sie hat, glaube ich, sehr wenig geschlafen, sehr viel schlaflose Nächte gehabt, weil sie einfach alle retten wollte und es ihr auch fast gelungen ist, obwohl alle gesagt haben, dass es nicht möglich sein würde. Und deswegen nochmal einen ganz großen Applaus. Ich kenne eigentlich keinen, der sich so viel Sorgen um Schafe gemacht hat und so viel persönlichen Einsatz da gebracht hat wie Elisabeth. Die letzten Monate. Ich komme jetzt nochmal, deswegen fängt mein Vortrag wieder ein bisschen düster an, ist aber gleich wieder vorbei. Ich komme jetzt auch mal zu den menschlichen Aspekten. Also ich habe es ja erlebt direkt, wie das gewesen ist, diese Schafe zu retten. Wir haben manchmal das Gefühl, dass wir etwas mit ansehen müssen, was wir kaum noch ertragen können als Veganer, denn wir haben die Augen und wir haben die Herzen geöffnet und wünschen uns einfach, dass das aufhört. Aber gleichzeitig wissen wir wohnen in dieser Welt und es hat eben noch nicht alle erreicht und es hat noch nicht aufgehört. Zudem ist dieser Sommer einfach so gewesen, dass ich etwas traurig geworden bin, da ich das Gefühl habe, dass die Erde einfach nicht wieder so sein wird, wie sie mal war. Wir wohnen in Brandenburg und es gibt direkt vor meiner Haustür, 20 Kilometer entfernt, Riesenwaldbrände, wie wir sie sonst nur aus südlichen Ländern kennen. Wir haben seit April fast keinen Regen gehabt und die Schafe, zumindest meine, kauen auf Heu herum, anstatt auf saftigem Gras. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, alle im Herzen tragen, dass wir für die Tiere uns wünschen, dass wir in einer anderen Welt ankommen, und zwar möglichst bald. Ich habe dann festgestellt, dass die Freunde und Bekannten, die ich habe, die täglich unterwegs sind und zum Beispiel solche Vigils machen, vor Schlachthäusern stehen, dass eben dieses sehr nervenaufreibend sein kann und auch das Dasein als Veganer einfach so einen traurigen Aspekt hat. Wir sind immer gespalten zwischen dem, was wir versuchen positiv zu verändern und was uns dann eben teilweise noch in der Nacht verfolgt. Es ist auch so, dass ich manchmal mein Facebook nicht öffnen kann, weil sich von alleine Videos abspielen, die ich, bevor ich gefrühstückt habe, nicht sehen kann. Das geht, glaube ich, vielen so. Ja, und jetzt komme ich mal dazu, zu dem schönen Aspekt. Wir haben hier vor ein paar Jahren diese Farm gekauft. Das heißt, ich habe dann ein Stück Land mit einem Bauernhäuschen entdeckt und habe gleich gedacht, dass es schön wäre, dort Tiere unterzubringen. Da ist es noch ohne Tiere. Man sieht eine intakte Bienenwiese, Banyushecken und alles vorschriftsmäßig nach NABU. Dann haben wir zuerst mal so ein Kaninchen gerettet, was in so einer Quälhaltung in einem engen Käfig sein Leben fristete, was noch nicht mal seine Glieder strecken konnte. Das war unser erstes gerettetes Tier, das war Bella. Natürlich hat sie als erstes Riesensprünge gemacht und es ist schön, das zu beobachten. Als nächstes wurden wir gefragt, ob wir ein Schaf haben möchten und ich sagte eigentlich nicht, aber dann 14 Tage später kam das Muckele zu uns, ein ganz besonderes Schaf, was mich dann wirklich
sehr berührt hat, mit diesem Schaf zusammenzuleben. Man sieht das, glaube ich, auch am Gesicht. Das ist sehr zugewandt, freundlich. Und eigentlich möchte es sich gerne auf Augenhöhe mit uns unterhalten. Da ist es mehr als auf Augenhöhe schon am Frühstücks beteiligt, weil es nämlich ganz gerne unsere Butterbrote klaut oder was auch immer Leckeres da ist. Jetzt haben wir ihm auch noch einen Gefährtin besorgt, weil wir festgestellt hatten, dass Schafe überhaupt nicht gerne alleine wohnen. Das weiß ja eigentlich auch jeder. Und hier sieht man auch ein Mädel, was uns gerade, was den Schafen Kunststücke zeigt. Wir haben nämlich durch das Netzwerk Workaway immer alle 4 Wochen wechselnd Helferinnen und Helfer aus der ganzen Welt, die eben bei uns wohnen und umsonst essen und dafür unsere Tiere bespaßen und auch füttern. Das sind jetzt die beiden und die haben eine seltsame Freundschaft zu einem Perlhuhnpärchen geknüpft damals. Die waren unzertrennlich. Ich glaube, das war einfach so, dass Tiere sich manchmal einander zuwenden, obwohl die Spezies gar nicht zusammenpassen. Das gibt's sehr oft. Ja, dann kamen diese 2 armen Socken zu uns. Das waren vom Deutschen Tierschutzbüro gerettete, wirklich süße Ferkel. Und die waren, naja, die waren in schlechten Umständen, weil die waren sehr mager und hätten wahrscheinlich sonst die ersten Wochen dort auch nicht überlebt, wo sie herkamen. Hatten dann aber auch mit unseren Helferinnen sehr viel Spaß und wir hatten es auch mit ihnen einfach sehr lustig. Das ist dann der Fortschritt. Nach ein paar Monaten sind die ja einfach schon auch ein bisschen kräftiger. Und im Winter haben die dann eine Art Fell entwickelt, was wir auch ganz schön fanden. Also die haben uns eigentlich immer zum Lachen gebracht, egal wie. Da sind sie dann sehr, sehr groß geworden und ich glaube so 200 Kilo und haben dann sowas gemacht. Wir waren nicht so gut vorbereitet auf Schweinehaltung. Da wir kein professioneller Hof sind, hatten wir hier so einen schönen Zaun und die haben sich immer einen Spaß draus gemacht, die Zäune raus oder die Tore einfach umzurennen und dann standen sie bei uns mal in der Küche oder so. Ja, das ist nochmal so der Vergleich Mensch-Tier, also es ist schon eine stattliche Größe. Und wir haben uns dann entschlossen, sie auf einen großen Gnadenhof, auf einen großen Lebenshof, Entschuldigung, weiterzugeben. Und das Deutsche Tierschutzbüro hat einen anderen Hof gefunden, wo sie jetzt auch sehr glücklich sind, aber wir möchten diese Zeit nicht missen. Um uns nicht zu langweilen, haben wir dann aus dem Urlaub diese 3 mitgebracht. Das sind gerettete Straßenhunde. Da waren wir kurz mal und wollten uns erholen, aber die rannten uns einfach mal vors Auto. Ja, und dann kamen schon die ersten Schafe von Elisabeth gerettet, wo ich dann auf Facebook einfach mal geantwortet hatte, ja, wir können welche nehmen. Und da stehen sie relativ schüchtern rum, haben noch nicht so den Überblick, aber werden schon bald sehr zutraulich. Das sieht man da auch. Ja, das ist nochmal das Muckele, jetzt allerdings schon schwanger, weil sie sich ein Schaf sehr zugewandt fühlte. Das ist der Helmut gewesen und nun hat sie halt einfach mal einen dicken Bauch, ist aber wahnsinnig glücklich damit rumgelaufen. Und das ist das Kind von ihr. Also wir müssen dazu sagen, sie war schon sehr alt und hat leider die ersten Tage nach der Geburt nicht geschafft. Sie hatte sich dann falsch ernährt, weil sie zu viel Kraftfutterzugang hatte, weil sie so hungrig war. Auf jeden Fall war sie eben auch schon 12 Jahre alt und hat es leider nicht geschafft. Wir haben dann nach unserer Trauerphase haben wir uns dann mit ihr getröstet. Sie ist die Tochter von ihr und ist bei uns im Haus aufgewachsen und hatte auch den Eindruck, dass sie ein Hund ist eventuell, weil das ist ihr bester Freund und Kumpel, der ja alles gezeigt hat, was für ein Schaf wichtig ist. Nur das Bellen hat sie nicht gelernt. So. Das ist ihre Schwester, die wurde auch heiß und innig geliebt. Und das ist jetzt dann eben die Tochter von Muckele, Penelope. Und was man hier sieht, das ist ein Bild, das unser Gast, der ist Maler gewesen, von ihr gemalt hat. Und da steht das Modell und er hat wirklich wochenlang dieses Schaf gemalt, was ich sehr gelungen finde. Ja, so sieht sie jetzt aus. Ihr Lieblingsplatz ist immer noch eher drin, aber sie weiß jetzt auch schon, dass sie ein Schaf ist. Dann haben wir auch Hühner. Die sind aus einer ehemaligen Eierlegefabrik und die sahen am Anfang auch nicht so schön aus. Und die sind aber wirklich sehr gerne draußen. Die sind 1 Jahr lang in völliger Dunkelheit drin gewesen. Also die haben auch ganz blasse Kämme gehabt, als sie zu uns kamen, weil die noch niemals Tageslicht erblickt haben. Und die sind sehr glücklich und die lassen sich immer gar nicht so gerne reinbringen. Die würden am liebsten noch die Nacht draußen verbringen, ist ja klar.
Das ist auch nochmal eine schöne Hühneraufnahme, wo die Sonne durch die Federn scheint. Also die legen übrigens jeden Tag ein Ei, obwohl wir Veganer sind und die gar nicht haben wollen. Und wir verschenken die dann. Aber die Hühner sind einfach, glaube ich, ganz glücklich da. Das ist eine Henne, die wir auch begleitet haben, so bis sie gestorben ist. Die ist zum Glück in meinen Armen eingeschlafen. Da haben wir manchmal das Glück, dass wir dann auch so ein bisschen die bis ans Ende begleiten können, dass sie dann friedlich einschlafen. Ja, und das sind einfach nochmal jetzt so Eindrücke von uns und den Tieren, wo ich einfach mal sage, das ist so ein inniges Verhältnis gewesen, auch von einer wirklich netten Helferin von Dorn. Und die hat sich so mit Helmut angefreundet, der ist ihr überall hinterhergelaufen. Es gibt wirklich da auch Freundschaften und nette Begegnungen, wo man sich auch als Veganer auftanken kann und auch als Vegetarier natürlich. Auf jeden Fall ist es immer schön zu sehen, dass die Begegnungen für beide Seiten schön sein können. Da ist nochmal ein Arbeitseinsatz gewesen mit anschließendem Essen. Und das ist meine Hoffnung eigentlich, dass die junge Generation, da hatte ich einen veganen Kochkurs gemacht und anschließend haben wir den draußen unser leckeres Essen verzehrt. Und ich hoffe, dass diese Generation durch unsere Arbeit vielleicht dann schon in eine glücklichere Zukunft vielleicht doch reinwachsen kann. Vielen Dank.